Guten Abend, liebe Gäste am Adventskranz im Kloster Gudeich. Wir zünden wieder die Kerze an, damit Licht wird in dieser Welt und in unserem Leben. Wenn wir durch diese Adventszeit und auf Weihnachten hingehen. Danke auch, dass ihr wieder dabei seid. Danke für eure Anteilnahme und für eure Reaktionen. Die Adventszeit ist, so sagen wir, eine besondere Zeit, eine Wandlungszeit, auch weil das Licht und die Dunkelheit mehr bewusst werden. Diese beiden großen Gegensätze in unserem Leben. Immer wenn Gegensätze in unserem Leben uns sehr deutlich vor Augen geführt werden oder wenn wir das spüren, sind wir herausgefordert, weil beide Seiten und Gegensätze sich näher kommen. Dann kommt es zu Grenzerfahrungen und wir müssen uns entscheiden. Auch darüber habe ich schon gesprochen. Ich habe schon die ersten Krampusse laufen sehen, die Schirchperchten und mit ihrem angstmachenden Lärm. Ich fürchte mich wirklich davor, wenn ich sie so sehe, vor allem wenn sie in einer großen Masse auftauchen. Es ist wirklich beängstigend, vor allem weil ich das Schreckliche und Dunkle, das Grausliche nicht so einfach weglächeln oder verleugnen kann. Weder bei den Krampusläufern, noch bei mir, noch im Alltag. Manchmal kommt es mir so vor, als ob die dunklen Mächte und die bösen Geister dann nach außen projiziert werden, um sie von uns wegzuschieben, damit wir nicht erkennen müssen, dass sie vor allem in uns selber sitzen und dort ihr Unwesen treiben. Das sind Kräfte und Bewegungen in uns, die uns und anderen das Leben schwer machen. Es sind auch Laster und Belastungen, unter denen wir selbst und andere leiden. Ich habe schon gestern darüber gesprochen. Manchmal werde ich dann gefragt, ob ich nicht ein paar heilige und heilsame Heilkräuter zum Räuchern habe, mit denen man böse Geister vertreiben kann. Aber ich bin Gott sei Dank kein Voodoo-Zauberer und kein Dämonenaustreiber, auch wenn ich es sehr schätze, wenn wir vor und nach Weihnachten, aber manchmal auch das ganze Jahr hindurch räuchernd und betend durch Häuser, durch die Felder und Gärten gehen. Es ist ein uraltes Reinigungsritual, das wir nicht vergessen sollten, auch wenn wir wissen, dass wir mit dem Weihrauch oder den Heilkräutern allein keinen Krampus vertreiben können. Wenn sich der Wohlgeruch des Weihrauchs nicht aus unserem Herzen heraus verbreitet, dann werden alle diese Rituale sinnentleert, sinnlos und haben keinen Nutzen außer Äußerlichkeit. Zuerst werde ich also wieder einmal versuchen, die bösen Geister und Dämonen in mir selber zu entdecken. Die Laster und Belastungen, die das Leben so schwer machen. Die alten Mönchsväter, von denen ich viel gelernt habe, haben sie in Lasterkatalogen beschrieben und identifiziert. Und die heilige Hildegard von Bingen, meine geliebte Lehrerin, hat einen solchen Lasterkatalog mit 50 verschiedenen
Lastern und bösen Geistern beschrieben, gesammelt, die dir eben das Leben schwer machen, die es sogar zerstören können. Und Hildegard von Bingen sagt, diese Kräfte können uns auch krank machen. Und wenn wir gesund werden wollen, dann müssen wir uns diesen geistlichen Potenzial zuwenden. Die wichtigsten davon sind, und ihr werdet euch jetzt gleich die Ohren zuhalten, ich habe jetzt nicht alle aufgeschrieben, aber die wichtigsten davon sind der Stolz, die Überheblichkeit, der Zorn, die Verachtung, die Gier, der Neid, der Geiz, die Eifersucht, die Herzenshärte, die Völlerei, die Maßlosigkeit, die Faulheit, die Trägheit, die Herrschsucht und die Unbeherrschtheit. Und das sind nur ein paar von den großen Listen. Ich höre aber jetzt auf, weil sonst hört ihr nicht mehr zu. Das sind die wirklichen störenden, bösen Geister und Dämonen, die das Leben schwer und uns krank machen. Achten wir einmal darauf, dass wir den Teufel nicht an die Wand malen. Das tun wir auch gerne und ich möchte das auf keinen Fall tun. Oder unsere Laster und Belastungen nach außen tragen und auf andere projizieren. Wir nehmen uns dabei die Chance, uns selbst mehr und mehr zu erkennen und die Kräfte, die in uns sind, nutzbar zu machen oder zu kultivieren. Ja, das möchte ich gerne versuchen. Die Laster und Belastungen erkennen und kultivieren. Das erleichtert uns nicht immer das Leben zuerst einmal, weil es uns dazu zwingt, gut wahrzunehmen, achtsam zu sein, unterscheiden zu lernen. Außerdem müssen wir diese Haltungen und die sich daraus ergebenden Handlungen immer im Zusammenhang mit den jeweiligen Umständen und Personen sehen. Das Leben wird nicht einfacher, wenn ich versuche, bewusster zu leben und zu sehen. Und es hilft nichts zu sagen, ja, es stimmt, ich bin stolz und mir dabei auf die Schultern klopfe und anderen und andere missachte. Schon sehr früh haben die Menschen erkannt, dass die Dämonen und die bösen Geister Kräfte und Erfahrungen sind, die Menschen wirklich belasten können. Sie haben sie als Laster genannt. Lateinisch vitia. Die positiven Kräfte haben sie Tugenden genannt. Virtutes, Lebenskräfte in uns. Das ist gut in diesen Tagen auf die Suche nach unseren Belastungen und nach unseren Lebenskräften zu gehen. Wenn Adventszeit und Weihnachten eine Zeit der Neubesinnung, der Neuwerdung oder auch der Neugeburt sein soll, dann ist es gut, einen solchen Weg zu gehen. Und diese Neuwerdung beginnt, ob wir wollen oder nicht, in uns und nicht außerhalb. Ich möchte versuchen, in den nächsten Tagen über unsere Seelenkräfte nachzudenken und diese Gedanken mit euch zu teilen. Es besteht vielleicht die Gefahr, dass einige abschalten und sagen, nein, das wollen wir nicht so gerne hören. Aber es sind wirkliche Lebensinhalte. Und sie sollen hilfreich sein für das alltägliche Leben, für die Beziehung zu uns selbst, zu den Menschen, zur Natur, zum Leben insgesamt und natürlich zu Gott. Obwohl wir ihn oft
aus den Gedanken verloren haben. Ich will mich wirklich davor hüten, moralinsaure Anweisungen oder Appelle zu geben, sondern vielmehr den tiefsten Lebenskräften auf die Spur zu kommen. Was gäbe es Schöneres, als dass wir an Weihnachten sagen können, ich habe mich um mein Leben mehr verstanden und ich freue mich darüber, wenn dieses Leben dadurch leichter, nicht leichter, sondern schöner geworden ist. Und ich hoffe, dass ich zwischendurch auch ein bisschen humorvoll sein kann, damit es uns nicht allzu sehr drückt. Ein alter Mitbruder, der sich manchmal sehr über den Sinn und Unsinn des klösterlichen Lebens und über seine Brüder geärgert hat, der stand einmal mitten im Refektorium im Speisesaal und sagte, ich danke Gott von ganzem Herzen für die Gnade, dass er mir die Demut in so überreichem Maß gegeben hat, weil sonst würde ich es in diesem Sauhaufen hier nicht aushalten. Ein bisschen schmunzeln müssen wir auch noch können. Und ich wünsche euch einen schönen und besinnlichen Adventsabend und danke euch wieder einmal ganz herzlich für euer Dabeisein, für eure Aufmerksamkeit und für euer Wohlwollen.